Wunderschönen guten Morgen, Leute. Plan für heute. Wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken mit ein paar Freunden. Ich bin ein bisschen spät dran, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber danach werden wir noch in Schrievenpark gehen und einen kleinen Spaziergang machen. Ist mein erster Spaziergang. Bin bisher nur einmal so kurz irgendwie um den Block rumgelaufen. Wir werden mal gucken, wie das geht. Ich werde nebenbei ein bisschen filmen. Jetzt, wo ich ein bisschen mobiler bin, kann ich auch das ein oder andere Mal mit der Kamera machen und muss sie nicht so statisch irgendwie an eine Stelle stehen und kann da reinlabern. Sondern ja, wir gucken uns das einfach mal an, wie es läuft. Ich hab Bock, das Wetter ist einfach Bombe. Also Leute, checkt mal bitte den Himmel aus. Ist doch einfach nur krass, oder? Keine einzige Wolke. Ich glaube, wer da nicht rausgeht, ist selber schuld. Sind jetzt hier im Kieler Schrevenpark angekommen. Wir werden hier gleich mal eine schöne Runde einmal um den Teich gehen, mal gucken, wie das Knie das alles so mitmacht, ob so längere Spaziergänge, ob das schon passt. Sind, glaube ich, weiß nicht, 2, 2,5 Kilometer so einmal außen rum. Schauen wir uns mal an. Ja, das Wetter ist einfach geil. Lädt dazu ein, eine Runde spazieren zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass relativ viele Kieler auch draußen unterwegs sind. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Film so klappt nebenbei. Ansonsten auch erstes Video irgendwie von draußen. Deswegen bisschen cringe zwischendrin zu filmen. Ich werde mir versuchen, den einen oder anderen abgelegenen Ort zu suchen, damit es mir nicht ganz so peinlich ist. Aber wird schon passen, Leute. Also. Kleines stilles Eckchen gefunden hier. Ja, wie ihr auch sehen könnt, ich bin quasi auch ohne Brace unterwegs draußen. Eine Physiotherapeutin hat gesagt, trag sie, wenn es dir Sicherheit gibt. Weiß draußen nie quasi, wann dir mal jemand von der Seite da reinfällt oder so. Gibt einfach Sicherheit fürs seitliche Wegbrechen, nicht, dass da irgendwas passiert. Eine andere Physiotherapeutin hat gesagt, versuch sie, ich sag mal, so wenig wie möglich zu tragen. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Ja, keine Ahnung, ein Hilfsmittel ist halt kein gutes Hilfsmittel, wenn es stört. Heißt, wenn ich unsaubere Bewegungen dadurch mache oder so, ja, hilft die Orthese halt nicht unbedingt. Und ja, dann kann man sie auch weglassen. Ich habe mich heute mal so rausgetraut, man ist doch deutlich vorsichtiger, also man guckt schon noch mehr drauf, wo man hintritt, also man hat nicht dieses Selbstverständnis beim Gehen. Aber mir ist es halt so, dass sie schon ein bisschen stört, vor allem wenn man sie so über der Hose trägt, verrutscht sie halt einfach und man macht dann, glaube ich, nicht so saubere Bewegungen. Deswegen habe ich sie heute mal weggelassen. Also ich muss tatsächlich sagen, die zurückgewonnene Freiheit fühlt sich echt gut an und gibt mir auch viel Bestätigung im Endeffekt, dass es die richtige Entscheidung war. Ist im Endeffekt vielleicht auch glücklich, dass ich es in der dunklen Jahreszeit operieren lassen konnte, weil man merkt einfach schon, keine Ahnung, ich will bei so einem geilen Wetter, will ich nicht zu Hause eingesperrt sein. Also tut mir leid für jeden, der im Sommer, keine Ahnung, 6 bis 8 Wochen zu Hause auf der Couch liegen muss. Und abwarten muss, bis er sich wieder ein bisschen bewegen darf und mitkriegt, wie Freunde und alle möglichen Leute irgendwie draußen rumtouren, geile Sachen machen und so. Ja, die Erfahrung will ich, glaube ich, nicht machen müssen. Deswegen ist zwar irgendwie scheiße und man ist in der dunklen Jahreszeit auch nicht irgendwie besonders motiviert, irgendwie was zu machen und es fühlt sich trotzdem scheiße an, zu Hause auf der Couch zu liegen, aber ich glaube, alle anderen Fälle sind deutlich beschissener. Ihr habt es ja schon im letzten Trainingsvideo irgendwie gesehen. Ich kann mein Bein wieder relativ gut bewegen, habe ich ja eben quasi auch gezeigt. Es fühlt sich gut an, so zu gehen. Die Wege hier sind nicht unbedingt gut gepflastert oder so, ist recht steinig und uneben. Man ist da wirklich schon vorsichtig. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, zu den Schritten wieder sicherer und selbstbewusster mit dem eigenen Gang zu werden und so. Und einfach lockerer, dass man weniger darauf achtet, wenn man mal auch unebenen Boden begangen ist und sich dabei quasi auch gut fühlt.
ist alles ein Prozess, das alles wieder ganz normal hinzukriegen. Aber mit der Zeit wird das alles werden, glaube ich. Ich finde es halt einfach wichtig, dieses Gefühl wieder zu haben, seine eigene Freiheit so ein bisschen zurückzuhaben. Einfach die Mobilität, die Möglichkeit rauszugehen, sonst was. Ja, und das gibt mir auch einfach viel Freude quasi, dass ich weiß, dass ich in der nächsten Zeit wieder immer mehr machen kann. Also jetzt kommt ja nicht nur die Beweglichkeit, jetzt kommt auch irgendwann der Sport dazu. Irgendwann wird wieder laufen gehen, wenn das Wetter besser wird oder so. Man kann wieder rausgehen, man kann selber mehr machen, man ist eigenständiger. Es gibt einem einfach ein ziemlich gutes Gefühl und ziemlich viel Hoffnung. Und ich freue mich eigentlich auf die ganze Zeit. Also auch wenn Sport halt immer hart ist, aber wie gesagt, wenn das Wetter geil ist, geile Musik auf die Ohren und so, dann macht eine Runde Joggen gehen halt auch Laune. Tatsächlich sagen, Schrevenpark ist immer mal ein Ausflug wert. Einfach so als Naherholungsgebiet, wenn man ganz entspannt mal spazieren gehen will, ein bisschen die Seele baumeln lassen will. Zum Joggen super geil. Wie gesagt, das ist hier eine vorgefertigte Strecke, quasi 2,5 Kilometer außenrum. Das schockt. Keine Ahnung. Einfach zum Castello hinten rüber gehen, sich ein Bierchen holen, heiße Schokolade, Tasse Kaffee oder so und dann eine Runde spazieren gehen. Das schockt halt. Kostet halt auch alles nicht die Welt da, also ganz entspannte Studentenpreise. Fürs kleine Portemonnaie, da tut das auch nicht so weh und man kann sich gerne mal auf was gönnen, auch wenn man da abends auf der Liegewiese chillt. 3, 4, 5 Bier tut dann auch nicht so weh und man hat ganz schnell einen ganz chilligen Abend hier. Das geht recht flott. Ich genieße das hier immer, vor allem bei so geilem Wetter. Was will man machen? Schockt halt. Wir sind jetzt gut 2,5-3 Kilometer unterwegs gewesen. Für einen lockeren Spaziergang macht das Knie das ganz gut mit. Man merkt nachher nach einer Zeit, dass das ein bisschen müde wird. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich jetzt auch nach Hause kann. Mal gucken. Ich freue mich auf meine neu gewonnene Freiheit, sagen wir mal so, das Ganze ein bisschen auszuleben jetzt, wenn das Wetter so bleibt oder immer besser wird, umso besser. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video, nächstes Update kommt. Bis die Tage, Leute. Tschüss.